zu einem neuen Video und heute spielen wir Haus, ein wunderbares 2D-Game, in dem es darum geht, dass ein Haus mich und meine Familie umbringen möchte und wir das verhindern müssen, beziehungsweise ich. Und ich bin sehr gespannt, ob wir das schaffen werden. Meine süße Community ballert hier wieder in den Chat. Ein dickes, schönes Hallo an euch und herzliche Grüße. Deswegen kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv/nu-live. Das würde uns sehr freuen. Lasst gerne ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Und empfehlt mir gerne weitere solche Storygame-Juwelen, die keiner kennt. Würde mich sehr, sehr freuen. Und vielen Dank, dieser Kanal macht mir wirklich sehr viel Spaß, muss ich echt sagen. So, wir starten rein. Ich bin gespannt und hier steht Wake Up. Wir wachen jetzt mal auf. So. Sehr gespannt. Okay. Oh, sieht das cute aus. Hat so ein bisschen was auf den ersten Blick von Sally fest. Da läuft ja ein Schatten. Oh, oh. Oh nein, wie naiv süß ich rumlaufe. Oh, oh. Ich bin so ein richtig armes Naivi. Reed. Moving Day. Wir sind umgezogen. Ever since the move... I sometimes can't tell if I'm awake or if I'm dreaming. Also seitdem wir umgezogen sind, kann ich nicht sagen, ob ich manchmal wach bin oder träume. Diese Tage, also es fängt an, dass die Tage sich miteinander vermischen und ich kann nicht sagen, ob ich schlafe oder nicht. Okay, das hört sich schon mal nicht gut an. Ich glaube, oh, da liegt doch immer Totes auf dem Boden, oder? Ist eine Puppe? Habe ich gerade... Hä? Achso, das ist, wenn ich die Tür zuschlage. Oh, da läuft schon wieder ein Schatten. Was ist denn das eigentlich? Ein neuer, Hold Shift. Oh Gott. Ah! Ah! Oh mein Gott! Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert mich. Oh, Scheiße. Was war denn das? Da stand einfach so, ach übrigens, du ging ja schnell. Ach übrigens, du kannst sprinten. Oh was, ich bin tot. Ich muss wieder von vorne anfangen. Oh mein Gott. Okay, also ich kann sprinten. Ach hey, Jemine. Ich glaube, ich sollte nicht ins Klo gehen. Hier, the toilet. Ach so, das war nur ein Traum. Das fühlt sich so an, als wäre etwas in der Toilette. Ich kann hören, wie es zu mir flüstert. Es möchte mit mir schlimme Dinge anstellen. Vielleicht hört es auf, wenn ich ihm zuhöre. Ach, witzig, ich bin gar nicht gestorben. Ich wache einfach nur immer wieder auf. Wie cool ist das denn? Oh, oh, irgendwas... Ich glaube, wir hätten sterben sollen, ne? Also, ich soll zuhören. Ich gehe nochmal rein, okay? Flash. Ich spüle jetzt mal. Soll ich eigentlich das Gameplay ein bisschen größer ziehen? Dann könnt ihr das auch ein bisschen größer sehen. Warum eigentlich nicht? Okay, why not? Oh, das ist meine Mutter. Die macht irgendwelche komischen Dinge. Was ist los, Mom? Tut mir leid für den Lärm, mein Schatz. Ja, aber guten Schatz, guten Morgen, mein Schatz. Komm hier nicht rein, es stinkt. Ich hoffe, du hast Hunger. Mutter, was ist mit dir los? Ey, das ist alles so weird hier. Was ist denn das? Geht nicht auf. Was ist das für ein Fiebertraum? Okay. Das ist also die ganze Familie hier. Oh, meine Schwester. Kann ich mal Licht anmachen? Das ist richtig gruselig hier. Nee, kann ich nicht. Ich hasse Frösche. Ich hasse Frösche. Gott, ist die gruselig, ey. Ihr seht den Text nicht. Nicht? Ah. Oh, ich verstehe. Pardon. Ich hasse mein Leben. Ich hasse dieses Haus. Ich hasse diesen Raum. Oh, was? Ich hasse alles. Girl, was ist los mit dir? Hey, bleib mal hier. Ich hasse diesen Raum. Ich hasse dieses Haus. Okay. Ich hasse alles. Ich kann es dir gar nicht verübeln. Wir gehen mal rein zur Mama. Ich laufe noch so richtig glücklich. Ich bin noch so ein richtig glückliches Kind. Wir haben eine Katze. Oh, die stirbt bestimmt als erstes. Miau. Okay. Pick, ich habe eine Kugel. Was kann ich damit machen? Miau. Okay, ich habe eine Kugel. Damit kann ich irgendwas machen. Drop. Die kann man irgendwo droppen. Ich... Okay.
Okay. Merkt euch mal irgendeinen Boden. Das muss wahrscheinlich irgendwo hin, wo ein Boden ist. Kann ich auch hier mitlaufen? Ne, tatsächlich nicht. Schwester, du machst mir Angst. Warum bewegt sich dieser Kronleuchter so komisch? Ich versuche zu spielen. Lass mich allein, Tabby. Ich heiße Tabby. Hey, Schwester. Schwester. Okay. Meine Schwester ist irgendwie gruselig. Mich erinnert es so ein bisschen von der Musik her und so an Franbow und an Sally Face. Gefällt mir sehr gut. Ich mag die Musik. Oh mein Gott, meine Mutter ist tot. Shit, hätten wir das verhindern können? Oh nein. Oh nein. Talk. Oh mein Gott. Hallo, junge Dame. Ey, was ist das Ping? Ich habe nur ein bisschen gepinkelt. Peeping. Nicht Ping. Ich hab ein bisschen geluckt. Es riecht nach Blut. Und ich dachte, etwas wäre falsch. Es gibt immer etwas Interessantes, was hier passiert. Das ist aber schnell eskaliert. Es muss auf jeden Fall einen Weg geben, damit du diese komischen Unfälle stoppen kannst. Sei sicher, dass du jeden Raum abcheckst, damit du nichts vergisst. Manchmal ist die Antwort, die du brauchst, nicht direkt sichtbar. Okay, also wir hätten das verhindern können. Hopp, los, kleine Lady, geh. Unsere Mutter ist tot. Oh mein Gott, unsere Mutter ist dead. Ist wirklich der Crooked Man. Okay, wir haben es nicht geschafft, unsere Mutter ist tot. Ich brauche Milch. Mama, hier, nimm die Milch. Es geht. Oh mein Gott, sie lebt wieder. Ah! Oh mein Gott, sie ist ein Zombie geworden. Was ist das für ein Spiel? Ich bin tot, ich bin tot. Oh mein Gott, ich bin tot. Oh mein Gott, Leute. Oh, I'm so sorry. Was ist das? Mutterliebe, ja, aber wirklich, ey. Oh mein Gott. Also, was steht jetzt in meinem Tagebuch drin? Die Toilette. Okay, also wir müssen, glaube ich, mal mit der Toilette was machen, Mann. Irgendwie sah die Puppe aus. Also, wir müssen genau hingucken, ne? Unsere Mom ist dead. Lass mal gucken, ob die Mutter tot ist. Ich glaube, das Spiel hat übrigens ganz viele Enden. Ich habe vorhin irgendwas gelesen von 101 Enden. Kann das sein? Gucken, ob die Mutter tot ist immer noch oder ob wir die wiederbeleben können. Die Katze schläft jetzt. Die Mutter ist schon dead. Die Mutter ist weg. Da tropft irgendwas Ekliges. Sehr überraschend, ne? Okay, wir haben wieder irgendein komisches... Soll ich das mal in die Toilette flaschen? Ich spüle das mal in die Toilette, Leute. Ey, es ist gruselig, aber es ist ein cooles Game. Okay. Ach, wie witzig, der Tag beginnt immer wieder von Neuem, dass es täglich grüßt. Das Murmeltier. Na super, das hat's ja vollgebracht. Okay, Toilette geflasht. Ich versuch mal, die Kugel reinzuschmeißen. Hey, das Spiel ist cool. Die Mutter ist wieder da, aber die stirbt jetzt gleich wieder. Eigentlich sollten wir mal zugucken. Tap to circle. Eigentlich sollten wir zugucken, wie die Mutter stirbt. So pervers sich's jetzt anhört. Ich gucke jetzt mal zu. Weil ich ein kleiner Sadist bin. Ach, sie rutscht wahrscheinlich aus jetzt, ne? Oh, oh, jetzt passiert was. Sie macht ein Sandwich. Mami! Mami! Take care! Ach, da ist nass. Das heißt, ich muss das wegwischen, weil die wird jetzt gleich ausrutschen. Ah, okay, 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 okay. Das heißt, Mama wird gleich auch... Oh, ich bin auch ausgerutscht. Okay, ich verstehe. Mami wird jetzt gleich... Mal gucken, wie viele Sandwiches sie machen muss. Wir wollen jetzt mal sehen, was wirklich passiert ist. Ich bin hier nicht der Sadist. Meine Community möchte das sehen. Das hat zwar noch kein einziger im Chat gesagt, aber es ist mir jetzt egal. Die lebt wieder, weil sich das immer wieder wie so ein Loop wiederholt. Okay, Mama, wir haben genug Sandwiches gemacht. Wir sind nur 4 Menschen, es reicht. Wir haben schon viel Zeit. Also wir brauchen tatsächlich für die Mutter etwas, womit wir das Wasser wegwischen können, damit nicht das passiert. Oh Mann, Mom. Oh Mann, Mom. Also wirklich. Okay. Lebt eigentlich noch unsere kleine Schwester?
Ja, die lebt noch. Kann ich dir das erzählen? Hey, unsere Mama ist gerade gestorben. Bowling, ich hasse Bowling. Okay, jo. Wie siehst du denn schon wieder aus? Das wollte ich einfach schon immer mal gesagt haben. Ach du Scheiße. Okay, ich verstehe. Oh mein Gott. Nee. Oh mein Gott! Wie oft willst du sterben, Gnu? Ja! Okay. Wir machen jetzt mit der Bowling. Mann! Ich glaube, das Spiel gefällt euch zu sehr. Ich sehe das schon. Okay, Moment. Halt, da steht was Neues im Journal. Dying. Also am Anfang tut's weh. Aber irgendwie fängt es an, dass ich es nicht mehr spüren kann. Ich kann nicht mehr sagen, was wahr ist. Ich bin dreimal am selben Tag aufgewacht. Das war immer das Gleiche. Ja, täglich grüßt das Murmeltier. Vor allem, hier kann ich doch auch rein, bevor die Mutter die Tür zumacht, oder? Nee, die ist verschlossen. Okay, das heißt, lass mal schnell die Bowlingkugel grabben. Das ist krass. Sehr, sehr überraschendes Game, ne? Das ist so richtig wie eine überraschende Periode. So, huch. Mist. So. Flush und Drop. Oh yeah. Okay, was kann ich damit machen? Kann ich die aufheben? Pick up. Okay, aber was bedeutet das jetzt? Was kann ich mit der machen? Vielleicht der Katze geben? Oder meiner kleinen Psychoschwester? Nee, das mag sie nicht. Okay. Meine Mutter stirbt schon wieder! Vielleicht der Schwester geben. Moment. Die Katze liegt auf dem Schlüssel. Ah. Okay. Hier, möchtest du das haben? Was zur Hölle ist das? Geh weg von mir. Nee, das bringt nichts. Der Mama geben. Schnell. Mama! Bitte hör auf, Sandwiches zu machen. Woman! You had one job! Oh, das ist nicht deins, stimmt es nicht? Das muss dem Vorbesitzer gehört haben. Ja, Mama, nimm's doch, Mama. Du warst nie für mich da, immer hast du mich verlassen. Doch ich kann dich nicht hassen. Warum ist die Mutter eigentlich wegen der Milch zum Psycho geworden? Ich guck mal, ob ich der Katze das irgendwie geben kann. Katzen und Milch, die haben's doch irgendwie so pur. Yes, yes, oh mein Gott, I got a key. Ne. Got the magic stick. Okay, kann ich damit die Tür öffnen hier? Unlock, yes, rein da, schnell. Ich kann nicht rein. Oh Gott, was ist denn das hier Schreckliches? Das sind ja Mäuse. Pick up. Drop. Maus, pick. Drop. Maus, ich kann die Maus nicht nehmen. Was ist das hier? Oh mein Gott. Ah! Ah! Schlag doch! Oh mein Gott, das ist so grausig, dieses Spiel. Was passiert hier denn? Das ist schrecklich. Ich will da nicht mehr rein. Schon wieder aufwachen, ey. Und plopp, weg ist der Kopf. Der hat sich richtig gesnackt. Okay, also ganz schnell. Wir holen jetzt den Schlüssel. Nicht. Wir gehen mal. Was hat ihr erzählt? Handtuch. Kann ich nicht nehmen. Can't take it. Okay, komisch. Irgendwas ist jetzt anders. Oh, hier vielleicht das Tuch? Nee. Okay, ich hole nochmal den Schlüssel. Ich will die töten jetzt. Hey, jetzt schläft die! Nein! Okay, ist vielleicht die Tür offen? Ah, jetzt. Schnell. Okay. Ah. Wo ist ein Eimer? Da läuft wieder dieses gruselige Ding. Wo ist der Eimer?
Da bei der Ratte. Oh je, jetzt ist der Schlüssel wieder hier. Ach Mist. Oh je. Okay, der Schlüssel ist weg. Okay, wir wissen es fürs nächste Mal. Ich flasche jetzt mal ganz oft. Ich hasse morgen. Okay. Wir spülen mal ganz oft. Oh, okay. Okay, run. Ah, ah, oh Gott, sie bringt mich schon wieder um. Das ist so grausig. Das ist so grausig. Okay. Es gibt viele Möglichkeiten, aber das Puzzle ist noch nicht gelöst. Aber wir haben ja Zeit. Okay. Ich mag die Musik, das ist das Wichtigste. Und mein naives Rumrennen mag ich auch ganz arg. Richtig süß gemacht. Es kommt richtig random, vor allem die snacken mich so richtig genüsslich weg. Ich glaube, dieses Licht an- und ausflackern hat immer irgendwas zu bedeuten. Kann ich vielleicht die Vase kaputt machen? Warte mal. Oh, look at this. Oh, ah, oh, ah. Oh, ah, ist es vielleicht für die Ratte? Kann es sein? Oder für das große Ding aus dem Bad? Für die Ratte, ne? Meine Mutter ist auch gar nicht mehr da. Heißt es jetzt, dass die tot ist? So, wir probieren es mal. Ich darf mich jetzt nicht selber... Hey, warum geht die Tür nicht auf? Unlock. So, und wie tue ich jetzt die Waffe droppen? Space. Ah, okay, so. Komm her. Yes! Yes! Yes, du Sack. So, kann ich die jetzt töten, indem ich hier so S mache? Okay, jetzt ist sie tot. So, was mache ich damit jetzt? Okay, she's dead. Oh, ich kann die alle umbringen. Oh, schau mal, ich kann die alle smashen. Okay, es muss ja irgendeinen Sinn hier geben. Meine Mutter stirbt gleich, ich muss mich beeilen. So. Den Eimer muss ich jetzt schnell nehmen, ne? Mama, 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 Mama. Space, Items. Der Bucket. Ja, Space zurück. Drop. Oh ne. Drop. Mama, du siehst doch den Eimer! Mutter. Wieso hast du nichts gelernt? Oh, oh. Oh nein, ist meine Schwester auch gestorben. Warum gehst du nicht mit Onkel? Oh, ich kann das kaputt machen. Schau mal. Ah, nee, doch nicht. Verdammt. Oh, verdammt. Oh, was ist denn das? Was ist das? oh Gott. Ah, da läuft ein Schatten. Um Himmels Willen, was soll denn das, dass sie mich immer einfach so auseinandersemmeln? Oh mein Gott. Mann, die semmeln mich immer einfach auseinander wie so eine Brezel. Ich werde einfach auseinandergerupft, als hätte ich keine Existenz- und Daseinsberechtigung, Mann. Oh. Ja, steh auf, guten Morgen. So, verdammt. Nochmal, ich weiß jetzt, was ich machen möchte. I got a key. So, nehme jetzt die Axt und mach die Tür auf, die die Mutter zugenagelt hat. Mir wäre es neu, dass man wegen einer Bärenfalle so stirbt.
Oh mein Gott, wie viele Tode muss ich eigentlich noch sterben, bis ich dieses Spiel mal beende, ey? Mein Gott, das Haus tut alles dafür, dass wir sterben. Und zwar ununterbrochen. Das ist ja fürchterlich. So, jetzt aber Konzentration. Hört auf zu lachen. So, also mit dem Vater ist irgendwas, ne? Die Mutter macht die Tür zu. Die möchte nicht, dass der... Ich finde auch das auf den... Oh, sorry. Kitty Cat. In der Dance Dance Dance? In der Dance Dance Dance. So, jetzt aber nochmal, damit ich die Kacke nicht zerstört. Ah, so. Ich würde die gern einsammeln, ohne zu sterben. So. Okay. Das arme Kind, ey, voll gestresst. Was so komisch ist, dass ich auf A immer öffnen muss. Extra schwer gemacht. So. So ein richtig armes Naivi bin ich. So. So, okay. Hallo? Oh, jetzt muss die Madame da auch noch reinlaufen, Mann. ich will mit der Axt die Tür öffnen, die die Mutter zugemacht hat. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Der Eimer muss bestimmt zügig in die Küche, damit die Pfütze nicht zu groß wird. Ja, aber wo ist der Eimer? Ich glaube, dass der Eimer nämlich in diesem Raum ist, den die Mutter zumacht. Und ich glaube, so haben wir dann die Mutter gerettet. Deswegen. Bei der Ratte. Das ist aber ein Topf. Das ist nur ein Topf. Das habe ich ja vorhin versucht. Hä, was war das? Hä? Warum kann ich das jetzt nicht usen? Was ist denn das, wenn ich A drücke? Was war denn das Komisches? Habt ihr das gesehen? Krieg ich da irgendwie einen anderen Modus rein oder so? Dieser komische Schatten da die ganze Zeit. Ach, es war der Lichtschalter. Ah. Ah. Mutter, ich mach das alles nur für dich, diese Scheiße. So, ich mach das jetzt genau hier hin. So, du Sack. Jetzt schließt sich dein Arsch auf. So, dann nehmen wir das mit. Und jetzt gucke ich mal, dass ich den Eimer da hinstellen kann. Ich glaube aber nicht, dass es ein Eimer ist. Oder muss der auch ganz genau drauf sein? Ach, Bucket, tatsächlich. Ja. Jetzt. Ist er gerade reingegangen, ne? Habt ihr gesehen? Ja. Ja, ja, Mama wird leben. Okay, gut. Das heißt, wir nehmen jetzt wieder Tab. Hier. Und dann nehme ich wieder Items. Und dann nehme ich ganz schnell die Axt. Und dann gehen wir schnell die Tür aufmachen. Okay, was ist das hier? Girls, ich mache mehr Sandwiches. Sie lebt noch. Sie macht noch mehr Sandwiches. Okay. Komm zum Essen. Okay, Mutter möchte, dass wir zum Essen kommen. Okay, sehr gut. Aber hier gibt es gar nichts. Ist doch komisch, oder? Ah, hier, open. Was habe ich da jetzt eingesammelt? Lass mal kurz gucken. Items. Eine Shotgun. Oh, oh, oh. Ich glaube, da ist gerade jemand gestorben. Ich nehme mal die Shotgun. Was ist jetzt passiert? Ich habe keine Muni noch, ne? Mama? Oh, die Schwester, ne? Oh no, die Schwester, verdammt, wie rette ich die denn? Mama? Hey, was machst du denn mit der Shotgun deines Vaters? Das ist nicht cool. Oh Gott. Ja, die Schwester ist leider gestorben. Wie kann ich die denn retten? Schwester.
Oh Gott, es fängt an zu brennen. Ich gehe mal hier raus. Das ist mir zu wild. Oh Gott, was soll denn das jetzt? Oh oh, oh oh. Ach, zwischen Q und A kann ich hier wechseln. Mutter ist jetzt besoffen. Mama? Warum muss ich immer alles ausprobieren? Mann! Hallo schon wieder, Honey. Sieht so aus, als wärst du unter dem Fluch des Hauses gelandet. Ich habe schon 1000 Familien hier einziehen sehen. Niemand von ihm war aber so süß wie du. Du bist das stärkste Mädchen. Ich bin sicher, du kannst einen Weg rausfinden. Es ist so eine Schande für deine Schwester. Sie war ein bisschen deprimiert. Bedrückt. Sie braucht eine große Schwester. Sie braucht ihre große Schwester mehr als jemals überhaupt. Pass auf deine Schwester auf. Du musst dafür sorgen, dass sie sicher ist. Beschütze sie. Was zur Hölle ist hier los? Warum ist meine Mutter hier drin? Ich wollte doch nur Sandwiches essen. Oh mein Gott, was passiert hier? Wieso ist die Katze enthäutet? Why? Why is this? Oh nein, der Schatten kommt wieder. Scheiße. Ach, der Schatten bin ich? Bin ich der Fluch? Soll ich mal wieder in mein Zimmer gehen? Oh Gott. Hallo. Kann ich schlafen? Oh mein Gott, don't look under the bed. Ich wurde von einem Monster unter dem Bett gegessen. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Aber hey, also. Wir wissen, wie wir die Mama jetzt retten. Wie retten wir die Tochter? Wie retten wir die Mutter? I need to know. Was wir für die Mutter machen müssen, weiß ich. Aber dann müssen wir noch die Munition in der Vase bei der Schwester. Ah. Oh mein Gott, es ist einfach too much information. So viel. Okay, ich versuche jetzt mal an alles zu denken. So. Ist aber ein geiles Game, oder? So, let's go. Drop that beat. Hä? Was war denn das jetzt auf einmal? Sagt die Mutter. Hä? Why? Oh, why? Ah, das muss ich mit der Axt kaputt machen, ne? Was war denn das? Meine Oma. Okay. So, schnell die Milch. Gott, das ist stressig. Mama! Hab ich überhaupt die Axt? Moment. Ja, ja. So, okay. Wäre ja blöd, ne, wenn ich das jetzt nicht machen würde hier. Los, swing doch! Okay. So, jetzt retten wir erstmal die Mama. The Mother. Geht es jetzt rein? Yes, okay. Mutter gerettet. Schnell, Schwester. Nein, Schwester. Schwester, nein. Hey, das ist ja eine neue Katze. Oh mein Gott, Mama, mach doch was. Hey, wie viele Tode kann ich sterben? Also.
Oh mein Gott. Aber ich konnte doch mit der Axt auch die Vase kaputt machen. Okay, die Mutter ist kalt, juckt es gar nicht, dass ihr Kind hier zerkratzt wird von irgendeiner blöden Scheißkatze. Was ein Feini. So, also bis zu dem Punkt mache ich doch alles richtig, oder? Hey, das ist eine Schnecke, oder? Was soll denn das eigentlich immer? Gehen die davon aus, dass ich so oft sterbe, oder was ist hier los? Die einsammeln? A talk. Oh, kleines Mädchen. Oh, wieder ein so schönes Ding. Mein Name ist Marty, ich bin eine Schnecke. Ach, du riechst, als hättest du eine harte Zeit. Soll ich dir helfen? Pick it up. Okay, ich nehme die mal mit. Oh, die hilft mir jetzt. Ach, wie süß. Die haben für so kleine Kacknoobs wie mich extra. Ach stimmt, ich muss ja noch schnell die Kackmilch nehmen. Haben die extra eine Schnecke, die mir jetzt hilft, weil ich selber so eine Schnecke bin. Haben sie extra eine Schnecke genommen, um mir zu zeigen, dass ich so lahmarschig bin und immer noch nicht weitergekommen bin. Weiß nicht, ob mir das so gefällt. Kann ich aufmachen? Wo ist denn der Kackschlüssel jetzt, Mann? Ach so, verdammt. Ich muss ja noch... Oh. Bin so ein bisschen nervös. So. Muss ich sie überhaupt töten? Oh, verdammt. Geht's jetzt rein? Yes. Okay, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Verdammt, ich habe keine Ausdauer. Ach, Herr Jemini, wer ist denn das? Eine Schleuder. Für die Schleuder! Kinder, Sandwich sind fertig. Ich kann das nicht nehmen. Muss ich hier erstmal Licht anmachen. Mann! Jetzt. Jetzt ist aber die Tochterschwester schon wieder tot. Mist. Ey, die Lenkung ist aber auch so kacke hier. Kann ich jetzt bitte das aufheben? Der hat doch was in der Hand. Ich kann es nicht aufheben, was er hat, oder? Ich sehe das doch genau. Das ist der Bruder. Oh, aber warum ist der? Kann ich den vielleicht freiswingen? Ah, jetzt. Oh mein Gott. Okay, whatever. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird immer schrecklicher, das Spiel. Was habe ich mir denn hier ausgesucht? Das ist ja furchtbar. Oh. Das heißt, ich muss, bevor ich runtergehe, die Shotgun nehmen. Ist die Reihenfolge überhaupt richtig, wie ich sie mache? Weil wie rette ich denn die Schwester? Weiß das jemand? Ich finde es mit diesem A total bescheuert. Kann man nicht die Lenkung einfach ändern? Das haben sie extra so gemacht, dass die Lenkung so verwirrend ist. Aber wie zerstöre ich denn das Kackklavier? Mal die Schnecke mit. Hey Kid, bist du hier, um mich zu fragen? Melody, hast du schon versucht, sie zu retten? Hallo, wie sieht's aus? Soll ich dir helfen? Ja, nimm mich mit.
der Axt. Ernsthaft? Der Axt wahrscheinlich. Du musst schneller sein als deine Schwester. Aber das geht ja gar nicht. Ist ja unmöglich eigentlich. So. Glaubt ihr? Kann ich das damit, aber kann ich das damit kaputt machen? Geht nicht kaputt. Geht nicht kaputt, Leute. Kann es nicht kaputt machen. Ich glaube eher, ich brauche diese Slingshot. Ich glaube, ich muss so schnell sein, dass ich hier lang gehe und diese Ding nehme. Diese Schleuder. Und mit der Schleuder mache ich wahrscheinlich den Kronleuchter kaputt. Jetzt ist die Axt kaputt. Jetzt komme ich hier nicht weiter. Also das haben wir jetzt, das habt ihr jetzt verschuldet. Das seid ihr jetzt schuld. Ihr jetzt schuld. Ihr seid schuld. Ja, das heißt, man darf auch nicht zu viel... Nee, man darf auch leider nicht zu viel... Jetzt können wir nicht mehr die Schwester retten. Was ist das Ekliges? Oh. Okay. Ich muss die Ratte auch nicht töten, ne? Ich glaube, ich lasse die Ratte auch künftig. Wenn ich die Ratte nämlich künftig auch lasse... Er sieht so, he looks deeply offended by the snail. Also er sieht, er fühlt sich von der Schlange quasi belästigt. Okay. Oh, wieso ist die denn jetzt auch tot? Ich hab doch dieses scheiß Ding hier aufgestellt. Verdammt. Oh nein. Das hatte also gar nichts mit der Milch zu tun, nein! My life be like, my life be like, wie viele Tode möchtest du sterben? Gnu, immer, her damit, ich hab Bock auf Tode. Scheiße. Oh Mann, ey, das ist so ein Pain. Ich bin, glaube ich, wirklich alle 100, deswegen, es gibt 101 Tode. Das war das mit dem Spiel, jetzt verstehe ich's. Und wie viel Tode willst du gehen, Gnu? Ja. Och, dass die Mutter da auch nichts sagt, ne? Da liegt keine Milch, aber ist egal. Hauptsache, es erfüllt den Zweck. So. Ein Eimer. Mutter retten. Mama, du warst nie für mich da. Immer hast du mich verlassen. Doch ich kann dich nicht lassen. So, bitte geh rein. Ja, das heißt ja, mein Tod jetzt verhindert, ne? Okay, so. Jetzt ganz schnell. Scheiße, ich habe die Kugel nicht mitgenommen. Oder doch, habe ich. Gut. Okay, Girls, kommen Sandwiches. Ja, ja. Ich habe keinen... Scheiße. Oh oh. Nein! Verdammt, verdammt, nein, Mann! Nein! Jetzt habe ich wenigstens einen Schuss. Verdammt.
I start to memorize the things. Pick it up. Hätte ich mit der Shotgun machen müssen, ne? Verdammt. Aber dann wäre ja der Kronleuchter auf sie trotzdem abgekracht. Das gibt ja gar keinen Sinn. Die Mutter seufzt sich jetzt zu Tode, oder? Tabby, du redest mit einer Schnecke? Sag ihm, dass ich noch mehr Wein brauche. Hey, was machst du da mit der Shotgun deines Vaters? Ach, mit der Schnecke bin ich schneller. Ah. Okay, das heißt, ich muss mit der Shotgun. Kann ich mal mit der Frau reden? Das Haus füttert deine... The house feeds on the family's pain. Ah, das Haus füttert sich an dem Schmerz deiner Familie. Lass es nicht das Beste von dir geben. Du kannst das stoppen. Wir sind anders als die anderen. Wir können uns daran erinnern. Wenn es sich resettet, dann vergessen die anderen alles wieder. Benutz das zu deinem Vorteil. Es ist eine Schande über deine Schwester. Sie wirkt ein bisschen... vielleicht kannst du deine Schwester... Das sagt sie das gleiche wie vorhin. Schützen. Protect her. Ist meine Mom jetzt dead? Mom? Zerschieß den Kronleuchter mit der Shotgun und das Weinglas der Mutter mit der Schleuder. Ich probier's mal, aber es ist so schwer. Also müssen wir direkt, wenn wir die Shotgun haben, müssen wir damit den Kronleuchter abballern? Oh Gott. Es hat jetzt die Mutter gegrabt. Oh, fürchterlich. Okay. Und dann müssen wir... Also wir müssen die Shotgun den Kronleuchter zerschießen. Dann stirbt doch meine Schwester aber auch, weil der Kronleuchter wird doch auf sie fallen. Okay, das bringt nichts. Verdammt. Und mit der Shotgun... Mit der... Das hättest du abhacken müssen. Bevor sie beim Kronleuchter ist. Aber das schaffe ich doch gar nicht so schnell. Ist ja gar nicht möglich, die Shotgun so schnell zu bekommen. Ist ja ein Unding. Wie soll denn das funktionieren, zeittechnisch? Geht ja gar nicht. Auch mal die Schnecke, mit der bin ich ja scheinbar schneller, ne? Meine Mutter hat ein Trinkproblem. Okay. Ah, mit der bin ich wirklich schneller. Oh Gott. Ich muss mit der Schleuder zielen. Steh auf, du Kackkatze! Das heißt, ich lasse die Mutter jetzt nicht. Ich muss die Mutter auch retten, weil die schreit ja gleich wieder nach mir. Das ist ja kein Act. Stress! Stress. Oh Gott. Wo sie die Nerven verlieren? Gruselige Mutter wieder, ey. Nein! Das ist ja unmöglich. Das kann man ja gar nicht schaffen. Kann es nicht schaffen, Leute. Geht gar nicht.
okay, mit der... Also mit der geht es. Dann muss ich es mit der Slingshot machen. Mit der Slingshot hätte ich es gerade so geschafft. So, jetzt mache ich mal damit... Meine Mutter seufzt jetzt gleich, ne? Also... Schleuder war richtig, du musst es nur machen, bevor sie dort sitzt. Das ist ja gar nicht so easy. Kann ich meiner Mutter das Glas wegschießen? Nee, kann man auch nicht. Nee, man kann der Mutter das Glas auch nicht wegschießen. Gerettet man dann die Mutter? Okay. Wenn du anfangs Bowlingkugel öfter auf den Boden fallen lässt, so wird der Kronleuchter runterfällt? Glaube ich nicht, nee. Okay. Hä, die hat mir was gegeben. Warte mal, was? Was hat die mir gegeben? Shotgun, Bowling, Slingshot, Water. Warum hat sie mir Water gegeben? Ach so. Ach, ich hätte es auf die Mutter schütten müssen, ne? Ah, das Wasser muss ich dann auf die Mutter schütten, damit die aufwacht. Okay. Also, ganz schnell Slingshot, damit die das Klavier zerstören, Wasser, die Mutter. Okay. Haben wir. Kriege ich hin. Aber da muss ich mich echt beeilen, ne? Die Katze ist auch gehäutet. Was ist eigentlich da unten los? Kann ich gar nicht mehr rein, weil der Raum brennt, oder? Ja, brennt schon alles. Was geht hier drin? Warte so lang, bis es... Die schläft jetzt. Warum, wie konnte die Ratte sich denn da bitte jetzt wieder entrüsten? Oh, jetzt ist 8 Uhr. Daddy ist daheim. Hey, Daddy. Oh mein Gott. What? Boah, das ist so ein grausiges Game. Oh mein Gott. Daddy! Also, ganz schnell Slingshot. Oh Gott, das wird echt was, Leute. Ich weiß ja nicht. Wo man sieht, wo ich live gehe, das sieht man an, ich nehme auch schon gleich mal die Milch mit. Das kannst du sehen. In der Info. Oh nein. Ich glaube, jetzt kann ich es schon nicht mehr schaffen, oder? Habe ich eh schon verkackt. Aber egal, wir üben es trotzdem. Damit ich hasse dieses Kack-Ess und diese Scheiße hier die ganze Zeit. So. Ja, ja, jetzt komm mit. Egal, die Katze ist nicht so schlimm. So. Ja, schon zu spät. Kommt schon die Kackschwester, ey. Ich ertrag dich nicht. So. Schon mal üben für nachher. Okay. Lebte wenigstens die Mutter noch? Yes. Okay, yes, yes, yes. Wir üben das auch gleich mit dem... Wo ist der Eimer? Ah, den habe ich. Gut, dann machen wir das gleich mit dem Eimer auch.
Auf dem Tisch lag der Kopf der Katze. What? Machen wir das hier auch gleich, weil die wird es gleich hacke. Meine Schwester, kann ich die nicht irgendwie ablenken? Das ist ja sonst echt nervig. Weiß es jemand? So, die Mutter äxt sich jetzt gleich wieder ein. So. Aber das Gnudo muss die Kugel holen und dann direkt in das Schlafzimmer der Eltern. So kommst du noch rein, bevor die Mutter die Tür zumacht. Ach so. Oh, das ist ein guter Punkt. Oh, verdammt. Jetzt habe ich das auch verkackt. Ah, kann ich das nicht nochmal neu auf... Oh, das hätte ich jetzt machen sollen, als ich besoffen war, ne? Verdammt. Kann... Okay. Mom. Du gehst mir auf den Sack. Okay. Nee, das ist einfach nicht mehr meine Mutter. Okay. Dann muss ich also zuerst, bevor die Mutter die Tür zumacht. Oh mein Gott, was ist denn das jetzt alles hier? Warum ist denn meine Schwester da hängt? Was kommt denn da alles Neues? Also ich nehme direkt die Kugel, bevor die Mutter die Tür zumachen kann. Das ist schon mal. Aber was ist, wenn die mich dann einsperrt? Da komme ich doch nicht mehr raus. Ich kann die Puppe leider nicht nehmen. Ich habe es schon probiert. Ich probiere das mal, weil es wäre natürlich eine logische Sache, wenn ich das so zuerst mache. Ich brauche doch die Axt. Das kann ja nicht stimmen. Ich kann hier nicht rein. Das stimmt nicht. Haben wir schon eigentlich so viel Zeit verschwendet, dass es gar nichts mehr bringt. Ja, komm mit! Ja! Komm mit! Oh, die kommt nicht mit. Now, not now, Tabby, I need to see some processor. Scheiße. Es geht nicht. Ich komme ja gar nicht in die Tür rein. Die ist ja abgesperrt. Meine Freunde. Alles gut, alles gut. Ist ja süß, dass ihr mitdenkt. Oh, du kack, blöde Katze. Echt, ich hasse dich. Nein, hau ab. No time. So. Schon zu spät. Oh Gott, nein. Man schon nicht schaffen, Mensch. Oder vielleicht? Vielleicht ja doch. Shotgun ist jetzt nicht so wichtig. Nee, sie spielt schon. Ah, ärgerlich. Das kann man nicht schaffen, Leute. Das ist ja unmöglich. Kann ja nicht sein. Also, ich weiß nicht, was man da machen muss. Kann ich einfach mit der reden? That's Tabby. I'll never, never forgive what father for what she did. Was? Das ist, that's Toby. Ich werde ihm niemals vergeben, was Vater gemacht hat. Hä? No, not Tabby. Was? That's Toby? Ich werde niemals vergeben, was Vater getan hat. Oh, ich hasse Äxte. Ich mochte diese Musik nie. Geh weg, Tabby. So redet sie gar nicht mit mir. Sie redet jetzt gar nicht mehr mit mir. Ja, super. So, meine Mutter seufzt sich jetzt einen an. So.
Ich habe nicht irgendwie hier... Okay, Hicks Hicks, die ist schon betrunken. Ja. Die Kugel muss ich auch nehmen, um den Vater zu killen, der jetzt heimkommt wahrscheinlich, ne? Okay. Streck dich, aber wirklich. Ah. So. Also, weiß jemand die Lösung? Nach dem 100.000. Mal versuchen ist es ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Ich möchte jetzt einen genauen Verlauf an Dingen, die ich jetzt tun muss. Ich muss es jetzt nicht noch 100 Mal spielen, um zu wissen, was ich machen muss. So. Töte mal deine Familie, bevor es die Monster tun, dann solltest du ein Ende bekommen. Den Vater musst du auch killen. Aber für den Vater brauche ich ja die Shotgun, glaube ich. Oder? Da brauche ich die Shotgun, sonst kann ich den Vater nicht killen. Ne, mit der Schleuder kann man die auch nicht wecken. Ich versuche jetzt mal alle umzubringen als alternatives Ende. Dann haben wir wenigstens eins. So. Okay, wir versuchen jetzt mal alle zu töten, bevor es das Monster tut, um zu gucken, was passiert. So, let's go. Das heißt... Brauche ich das eigentlich oder kann ich der Ratte auch ausweichen? Ich probiere mal der Ratte auszuweichen, wie es mir einige empfohlen haben, ob das überhaupt möglich ist. Weil da würde man ja schon mal viel Zeit sparen. Ah, easy, okay. Geht. Okay, geht. Das heißt, es ist gut, weil damit sparen wir sehr viel Zeit. Cool. Sehr viel Zeit sogar. Jetzt habe ich auch noch genug Zeit, um hier diese Kackfalle zu holen. Diese kackdumme Ratte hier erstmal. Shit. Hey, du Penner! Oh Mann, okay, da kann ich auch schnell den Eimer holen. Okay, easy. Also, wir müssen bei der Ratte schnell den Eimer holen, aber wir können die Schwester retten. So. Dann muss ich jetzt aber schon mal wissen, bevor ich das alles mache, wie ich denn bitte die Mutter wieder wecke. Die Mutter kann ich wahrscheinlich, mit dem ich dann die Axt, das Ding nehme, die töten, ne? So, das heißt, ich nehme jetzt die Kugel. Sack. So.
So, jetzt können wir auf jeden Fall die kleine Schwester retten. Uff, ist das stressig. So. So, schnell die Mutter retten. Oh Gott. Okay. So, ich nehme jetzt trotzdem schon mal die Schuss. Ich glaube, ich muss die Axt nehmen. Als nächstes muss ich die Mutter retten. So, wir haben es geschafft. Jetzt heult sie. Oh, ich habe nichts mehr. Das Leben ist bedeutungslos. Aber das stimmt doch gar nicht. Das kann nicht passiert sein. Okay, jetzt geht sie. Wo geht sie hin? Ich hasse Schnecken. Mehr als mein Vater. Ich hasse dieses Haus. Ich hasse Morgende. Das ist Toby. Ich werde niemals vergeben, was er mit dem Vater getan hat. Ach so. That's Toby. I will never forgive Father for what he did. Ach so, Toby ist der Bruder und sie erkennt die... sie erkennt quasi jetzt die Schleuder und sagt, sie wird dem Vater niemals vergeben, was mit Toby passiert. Das heißt, sie weiß, dass der Vater den Sohn in den Keller gesperrt hat, der jetzt tot ist. Um Gottes Willen. Muss ich sie jetzt irgendwie verfolgen? Die Mutter wird jetzt ja eh überleben. Ich gehe mal lieber mit. Ach so. Krass. Okay, Girls, es gibt was zu essen. Wieso kommt die mich? Wieso kommt die jetzt nicht, die Schwester? Wo geht die jetzt hin? Ich hasse dieses Haus. Muss ich jetzt irgendwie die Ente besorgen? Ich glaube, das war richtig, oder? Ich glaube, jetzt habe ich verhindert, dass sie wieder vom Monster gefressen wird aus dem Klo, oder? Ich glaube, das war richtig. Oh nein. Oh nein! Nein! Oh nein, wie ätzend ist das denn? Oh je, wie ätzend ist das denn? Oh Gott. Oh Gott. Oh shit. So, I need that disgusting snail help. Pathetic. Ach so, du brauchst also das, die Hilfe der Schnecke. Das ist ja lächerlich. Willst du mich halten? Ach so, und die hätte ich ihr geben müssen, oder? Oh mein Gott. Oh. Scheiße. Das werde ich jetzt nicht überleben. Okay. Also, ich muss dann schnell... Das Klo war aber auch richtig, ne? Klo kaputt, Puppe holen... Stuhl zerstören, ihr die Puppe geben und was weiß ich was noch. Das ist ja voll ätzend. Also die kann ich jetzt noch nicht holen. Ah, genau, ich brauche die Kackmilch. Die Musik ist auch einfach so traurig. Oh nein! Oh nein, wir sind tot. Oh nein. Den Eimer verloren, Leute. I forgot the fucking... Ja. Den Eimer aus dem Fall. Dieses S und A nebeneinander ist aber auch eine Scheiße hier. Mann, kann ich das nicht mal ändern? Diese kack blöde Einstellung hier. Ich will das mal umändern. Kann man nicht mehr ändern. Das machen die schon mit Absicht, dass es so schwer ist. So.
Konzentration, wir schaffen das. So, ich bin gerade nur ein bisschen ruhig, weil ich muss mich gerade konzentrieren. Das ist nicht so einfach. Aber brutal, dass der einfach tot ist, ey. Der Brother. Oh, jetzt wieder die Ausdauer, Mensch. Ich muss echt aufpassen, dass die Kack-Ausdauer auch nicht die ganze Zeit ausgeht. Ja, okay, let's go. Schnell den Eimer zur Mutter. Und ich muss ja auch aufpassen, dass die Mutter, wenn sie sich hier alleine zusäuft, dass die ja... Jetzt kann ich doch eigentlich schon, wenn die kleine Schwester da rumheult, das Klo zerstören und dann schon mal direkt... hier droppen. Die Musik wird besser. Oh, fuck. Ja, ja, ja. Ja, ich halte dich. So, kann ich noch kurz die Kacke hier zerstören? So. Das heißt, alles zerstört, was die Schwester umbringen kann. So. Und muss ich nicht irgendwie mit der Mutter noch was machen? Die Mutter ist doch... Okay, so, Pech gehabt. Heute wird nicht ermordet gestorben. Okay, so. Danke, dass du mir meine Puppe gebracht hast. Ich habe sie vermisst. Wirst du mich jemals verlassen? Okay, gut. Die Schwester sollte safe sein. Muss ich nur an diesem Kackding hier irgendwie vorbei, ne? Oh Gott. Kacke. Wie komme ich da zurück? Okay, gut. Let's go. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Das läuft mir hinterher. Muss ich meine Mutter irgendwie retten, ne? Oh Gott, meine Mutter ist schon ein Zombie. Wie konnte denn das passieren? Hä? Ist die hingefallen oder was? Ich schaff das jetzt. Jetzt wurscht. Ihr bleibt jetzt alle hier. Morgen schulfrei. So, Mutter. Wenn die Mutter hämmert, mache ich das Ding einfach aus. Mir wurscht jetzt. Ich will es jetzt schaffen. Was soll denn das? Wie bringe ich den Vater um? Nur mal so. Wie mache ich das? Wenn ich will es direkt wissen. Nicht, dass ich nachher so weit komme. Und dann passiert wieder irgendeine Scheiße. So, jetzt aber. Jetzt, meine süßen Mäuschen, ne? Jetzt macht Mottes. Es wird ein 24-Stunden-Stream, wenn es so weitergeht. Ja, komm mit! So, let's go. Gib die Mutter den Eimer. Weil die Mutter rutscht sonst nämlich hier aus und ist tot. Das, was Mütter in der Küche so machen, scheinbar laut dem Spiel. So, okay, jetzt passt es. Jetzt mache ich direkt schon mal die ganze Kacke hier kaputt, damit das Kind hier nicht irgendwie so... Ja, ja, ich habe die Patrone doch eingesammelt. Mach mich nicht narrisch. Oh, was war das für eine komische Musik? So, damit die sich nicht umbringt, lege ich hier die Puppe hier rein. Was soll das eigentlich für ein ekliges Ding in meinem Bett? Das habe ich auch in dem Bett. Hohoho. So, wie kann ich das da reinlegen? Drop, so. Nein. Nein!
So, ist doch gut, dass die jetzt hier ist, oder? Das passt doch jetzt. So, dann gehe ich jetzt zur Mutter. Girls, Sandwiches, Girls. Girls, come to eat, yeah. So, jetzt bringe ich mal der Ratte hier das. Ich habe gehört, das soll gut sein. Machen wir Friends. Friendship. Friendship. Jetzt mag sie mich. Und was passiert jetzt? Kann ich da jetzt hin? Oh, so you're hanging with nails. Also du hängst jetzt mit Schnecke rum. Es ist sehr schön warm hier. Okay, was passiert jetzt? Tut mir leid wegen dem Window. Es ist sehr warm hier. Was passiert jetzt? Warum? Was hat es jetzt gebracht? Oh, 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 oh. Das verfolgt mich ja, das Kackding. Okay, was jetzt? So, jetzt. Was mache ich jetzt? So. Oh, fuck. Oh, nee, es hat ja gar nichts gebracht. Oh, nein, ich habe nicht richtig getroffen. That's what she said. Scheiße. Oh, nein, ich habe nicht richtig getroffen, Leute. Oh, nö. So. Und was mache ich jetzt mit dem Feuer? Oh, fuck. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Was soll das? Was soll denn das? Was mache ich jetzt? Ah! Was mache ich jetzt? Es hat kein BH an! Was mache ich jetzt? Shotgun, 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 Shoot. Oh, es hat ihm gar nichts ausgemacht. Papa, komm nach Hause! Ratte! 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 Help me! Kill it! Du willst noch dein Aus... Töte es, töte es, töte es doch, Mann, die Ratte... Oh mein Gott, die Ratte schläft. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Was mache ich denn jetzt? Wann kommt der Vater nach Hause? Wo ist meine Mutter? Mensch, wach doch auf! Mutter! Meine Mutter, wach dich auf. Oh mein Gott, die Bären von... Nein, es ist zu spät. Oh nein. Also, Moment, Moment, Moment. Wir sind so weit gekommen. Ich glaube nicht, dass es die Falle ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Hätte ich das Feuer ausschalten müssen? Oder muss ich das Monster zum Feuer locken? Kann mir das bitte jemand beantworten? Bitte. Wir machen jetzt einmal den Versuch. Wir töten jetzt einfach mal alles und jeden. Alles und jeden. Einfach nur mal so als Experiment, um zu gucken, wie das Ende ist. Danach gucken wir noch, dass wir das Gute kriegen. Dazu machen wir alles wie gewollt. Da muss ich mich ja aber eigentlich auch nicht beeilen. Aber eigentlich ja schon, weil ich will ja die Schwester töten. Die Schwester kann ich auch so killen. Hört sich voll hart an, aber it is what it is. Die Schwester kann ich ja einfach töten, indem ich das dann auch einfach hier runterknödel. Was ist eigentlich für ein gruseliger Schatten, der da die ganze Zeit rumgeiert? So, wir töten mal einfach echt alles. So. Jetzt ist mal Ruhe hier, so. Miau. Oh, da ist tatsächlich der Kopf jetzt oben drauf. Wo ist denn meine geliebte Mutter hin? Mami. Mami. Oh,
mein Schwesterherz. Oh, eine scheiß Schnecke. Oh, hoch. So. Zur Schnecke. So, ist auf einmal so ruhig. Und jetzt warten, oder? Ist das angenehm. Ich habe sie zur Schnecke gemacht. Der Bruder ist schon tot. Oh, das ist eine Katze. Oh, scheiße. Mann! Es ist nicht mal leicht, alle umzubringen. Kann ich meine Schwester nicht auch mit der Bowlingkugel umbringen? Weil dann kann ich die an der Tür ja auch gar nicht killen. Am Fenster meine ich. So, jetzt aber noch mal. Werdet euch alle umbringen. Jeden einzelnen von euch werde ich töten. Und es wird so weh tun. So, die mache ich jetzt auch mit der Bowlingkugel kaputt. Dann verbrauche ich nicht so viel. So, bam. Bam. So, Katze, willst du irgendwas? Schau mal. Oh, Mami. Hier für dich. So, kann meine Schwester auch irgendwie mit der Bowlingkugel killen? Oder ist es nicht genug? So, lauf mir in die Bahn. Nee, die juckt es nicht. Okay, dann machen wir das so. Ach, bei ihr geht die dann kaputt, egal was ich mache. Weil habe ich alle umgebracht. Okay, verstehe. So, und jetzt? Die Schnecke, genau. Und dann kann ich doch eigentlich in meinem Zimmer warten, oder? So, du dumme Schnecke. Du sagst mir nicht mehr, was ich zu tun habe. Okay. Und jetzt warten und überleben, oder? Oder soll? Jetzt kann ich auch nicht mehr irgendwas öffnen. Also ich kann jetzt ja gar nichts machen. So, dann warten wir mal am Eingang. Wie es meine Community mir gesagt hat. Weil die alle kleine Sadisten sind. Shotgun kann ich nicht holen. Ich habe nichts mehr, Leute. Keine Shotgun. Ich habe keine Waffe mehr. Ich kann nichts holen. Oh nein, das ist wieder die Kackkatze. Ich bleib einfach... Was zur Hölle? Ich bleib einfach hier und mach nichts. Weil ich es besser so machen kann. Ah, es ist gerade das Klavier. Oh Gott, im Himmelswillen, was ist denn das? Okay, es ist nicht so einfach, hier zu überleben. Ich will doch nur leben. Ist gar nicht so easy, Leute, hier zu überleben. Ich glaube, das passiert, wenn ich zu lange in einem Raum bin. Dann will mich gefühlt alles umbringen. Oh Gott, ja. Am besten, ich renne die ganze Zeit von Raum zu Raum. Jetzt ist hier gerade nicht so viel los. Jetzt brennt es da drin, da kann ich jetzt auch nicht mehr rein. Wann ist es denn endlich 18 Uhr, Mann? Wo bleibt denn mein Vater? Bitte. Oh Gott, jetzt kommt der Schatten schon wieder. Ah, der Schatten! Wo bleibt mein Vater? Aber hier bin ich relativ sicher, oder? Wo bleibt mein Vater?
Daddy! Oh, da kam der Schatten gerade schon wieder. Daddy! Daddy! Ah, der Schatten! Daddy! Daddy! Oh, Daddy. Daddy kommt. Daddy kommt. Tabby, I'm home. Du warst ein sehr gutes Mädchen. Oh Gott, jetzt ersticht er mich. Good girl, weil ich alle umgebracht habe. Oh mein Gott. Oh Gott. Blutbad auf dem Fluren und Teppich, der in Blut gesaugt ist. Blutspritze überall an der Wand. Es läuft von deinen Fingerspitzen runter. Dein Vater grinst dich verrückt an und ist stolz auf dich. Die Dunkelheit verschlingt euch beide und lässt euch im Nichts zurück. Ein Game bei Chris Reds und Isaac Knight. Boah, immerhin ein Ende, ey. Holy moly, was für ein anstrengendes Spiel. Aber es ist geil gewesen. Das Ende. War das jetzt das Ende? Gab's kein anderes Ende? It never ends. Oh, das ist mir die Puppe. Also, du denkst also, du hast es geschafft. Naja, ich muss dir leider sagen, das war der falsche Weg. Es gibt keinen Weg, es zu stoppen. Es wird niemals enden. Danke, Puppe, du hast alles kaputt gemacht. Alles, was man hätte sich erhoffen können. So ein cozy Spiel. Ja, Mai. Und es fängt immer wieder von vorn an, das Spiel. Ein neuer Journal. Oh, ein neuer Entry ist jetzt. Moment. Tobi? Oh, Melody hasn't been the same since it happened. Also meine kleine Schwester ist nicht mehr dasselbe, seitdem es passiert ist. Mutter versucht so zu tun, als wäre nichts. Ich kann ihn immer noch im Haus verrotten riechen. Ihh, unserem Bruder. Bloodsheet. I thought it should be harder than it was. To think that the sight of blood made me squeeze before. No, it feels as natural as breathing. Also quasi alles umzubringen ist so natürlich, wie es halt nie war. Hauptsache, das Stream geht nicht vorbei. Okay, sollen wir jetzt mal das gute Ende versuchen? Okay, wir probieren es jetzt nochmal. So. Was bringt es eigentlich, wenn ich die Ratte... Also, ich probiere es jetzt noch einmal, weil es wird langsam spät. Ich muss morgen sehr früh raus. Und ansonsten schaue ich mir einfach das gute Ende woanders an. So, einfach ist es. Mache ich nicht gern, aber in dem Fall, ich bin zu neugierig, um zu sagen, wir lassen es beim alten Ende. Ich bin aber zu müde und muss zu früh raus, um zu sagen, ich will es jetzt selber schaffen. So. So, den Eimer muss man sofort holen, sonst ist man im Arsch. So. Oh, ah, nein, das gibt's doch nicht. Oh, Mann. Letzter Versuch. Eigentlich wollte ich Subnautica noch spielen, aber das wird heute nichts mehr.
War es ganz schön brutal mit dem Sohn, ne? Dass der da unten tot liegt und irgendwie so dieses typische Problem einer Familie. Keiner spricht was an, die Mutter betränkt ihre Sorgen im Alkohol. Ist eigentlich voll dramatisch, ey. Die Ratte war noch nie ein Problem und jetzt auf einmal ist sie eins. I don't like it. Mutter, I'm sorry, mach keinen Scheiß. Deswegen nagelt sie die Tür zu. Jetzt verstehe ich das. Weil sie das verdrängen will. Aber auch schon ganz schön pervers, im gleichen Zimmer zu pennen, wo das eigene Kind tot am Boden liegt, ey. Ihr Perversen. So. Hell, shoot doch. Shoot, 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 shoot. Ja, ich nehme dich mit. Ja, ja. Ja, ja. And then it out. It appears from again. Das weiß ich doch schon. So. Timer. So, jetzt machen wir schnell... Das ist kaputt. Nee, nee, es war der Vater. Und die Musik wird ja auch so schön, weil man das alles irgendwie schafft. Ja, ja. So. Die legen wir da jetzt ab. Gehen weiter. Okay, Kinder, Sandwiches, yes, yes, yes. So, dann würde ich noch ganz schnell der Ratte das Sandwich bringen. So, und damit ihr reden, was auch immer sie jetzt von mir will, sie ist ja eigentlich gar nicht hanging up. Snail, bla bla bla, wir werden jetzt Freunde, best friends. You guys should like with the air conditioner. Ja, ja. So, kann ich da schon irgendwas jetzt machen hier mit dem Wasser? Nee, noch nicht, ne? Das muss ich noch lassen, oder? Das noch nicht machen. Muss ich die Tante am Fenster auch töten? Feuer löschen? Nee, noch nicht, oder? Noch nicht. Ich glaube noch nicht. Oder? Ich konnte es vorhin nicht löschen, ne? Also jetzt noch nicht. So, jetzt muss ich erstmal die Mutter retten. Ich konnte, wie gesagt, vorhin das Klavier nicht löschen. Ich möchte es eigentlich ungern nochmal machen. Dankeschön, Pfälzer. Vielen Dank für deinen Raid. Dankeschön. So. Okay. So, das heißt, jetzt ist eigentlich noch das Letzte. Ist jetzt noch... Oh, ich glaube, die Katze ist jetzt schon verbrannt, ne? Scheiße. Ja, kacke. Die Katze rennt hier raus aus dem Flur und dann muss ich die nämlich... dann muss ich die löschen. Das haben wir jetzt verkackt. Hm, Mist. That's not so cool. Das heißt, die Katze, die verbrennt, die muss man löschen. Und das habe ich jetzt verpeilt. Hätten wir das geschafft, dann hätten wir das Ende gehabt. Nein. Verdammt. Okay. Jetzt kommt der Vater heim. Guck, ob ich den erschießen kann. Oh, Daddy ist daheim. Okay, nein. Vater ist und... Okay, ich gehe zur Tochter. Geh mal zu meiner Schwester. Schwester! Oh mein Gott. Schwester! Ich fühle mich so allein. Das ist jetzt egal. Er kommt und bringt uns um. Oh Gott, er hat es aber auch voll auf mich abgesehen, der Sack. Mann! Schwester! Sie macht halt gar nichts. Mann, ich bin tot. Okay, also, wir hätten jetzt die Katze löschen müssen. Und dann
hätten wir es geschafft. Aber wir schauen uns jetzt das gute Ende irgendwo an. Das sehen wir nämlich jetzt. So, wir schauen uns bei Firebeast das Ende. Der hat das hier sogar alles ganz toll aufgeteilt. Es gibt verschiedene Enden. Wir schauen uns auf jeden Fall das Family Ending an. Das war das, was wir haben wollten. Und zwar war das, glaube ich, ab hier. So, da schläft die Mutter. Das haben wir auch gemacht. Dann hacken wir die Hand ab. Das haben wir auch gemacht. Und dann hätten wir... Oh, und dann kommt der direkt. Ach, der hat die Katze davor schon gelöscht, glaube ich. Oder die Katze kommt jetzt. Das werden wir jetzt gleich sehen. Also man hätte dann eigentlich... Wahrscheinlich hätte man die Katze löschen müssen, ne? Und dann passiert es. Und dann musst du die ganze Zeit vor dem Ding wegrennen. Glaube ich, solange du kannst. Die Katze... Ach, die Katze brennt noch gar nicht. Er hat das Klavier wirklich gelöscht. Ihr hattet recht. Ihr hattet recht. Ich hätte, Oh Gott, das tötet die Katze, oder? Ihr hattet recht, ich hätte es davor löschen können. Okay, ich nehme alles zurück. Und das macht... Aber woher kommt das Monster und wer ist es? Und dann rennt man, glaube ich, einfach nur weg, bis der Vater kommt. Aber Leute, ihr hattet recht. Klavier davor löschen. Oder die brennende Katze. Es geht beides, tatsächlich. So. Und dann kommt der Vater heim. Und dann kannst du es tatsächlich umbringen. Okay. Und dann sind wir alle eine Familie. Und die Ratte ist dann auch dabei. Süß. Achso. Es schien, als wäre es nicht möglich gewesen. Der Fluch des Hauses ist gebrochen. Jetzt ist es unser Haus. Endloser Schmerz hat ein Ende. Wir können zur Normalität zurückkehren. Das war das gute Ende, was wir eigentlich immer haben wollten. Dann gibt es noch das Bloodish End. Das haben wir. Das Song Ending. Song Ending. Ach, da kommt da wieder die Oma. Das war, wie wir der Kleinen die Puppe gegeben haben. Und dann steht sie auf und geht mit der Puppe irgendwo hin. Das hatten wir auch nicht, ne? Außer der Sohn liegt tot rum. Das juckt auch irgendwie keinen, ne? Okay, irgendwas macht die jetzt. Oh, oh, und dann kommt der Vater heim. Daddy ist daheim. Mit Messer. Und jetzt haben wir Ocarina of Time. Deine Schwester, der Song deiner Schwester hat das Haus erfüllt. Die Dunkelheit ist verschwunden. Dunkle Schatten in den Augen deines Vaters gingen zurück. Also sie hat quasi durch den Song ihn wieder gut gemacht. Okay, dann haben wir einmal Father Ending. Das würde mich auch interessiert. Da sagt dann die Puppe, ach wie süß. Glaubst du wirklich, das war's schon? Die Puppe, ey. So, Father Ending. Daddy's daheim. Okay, Daddy's daheim. Und ach so, den kann man auch eine Falle stellen. Ach so. Oh mein Gott, wie grausig. Ach, herrje. Oh mein Gott. Und da musst du den noch treffen. Oh Gott. Und dann hast du den eigentlichen Teufel getötet, ne? Bei einem guten Ende ist der Bruder auch tot. Du fällst zu deinen Knien und bist erschöpft. Sein Kopf rollt über den Boden. Die Dunkelheit vergeht, aber irgendwo bleibt ein blutiger Herzschlag. Pfui. Wie gesagt, es geht noch weiter seit dem Update. Das ist wieder die Puppe. Dann haben wir Memories Ending. Ich würde mal ganz kurz gucken, ob beim Family Ending saß da der Bruder mit am Tisch? Nee, tatsächlich, der Bruder ist einfach in Vergessenheit geraten. Ist ja pervers. Okay, Memories Ending. Memories Ending. Ich will mich jetzt nicht komplett spoilern, weil es gibt noch ein Update, da gibt es alle Enden. Die werden wir dann vielleicht sogar noch erspielen. Das heißt, ich verlinke euch vom Firebeast den Link in den Kommentaren. Dann könnt ihr euch die Enden selber anschauen. Oder ihr schaut es an, wenn ich es nochmal spiele und ein bisschen mehr Zeit habe. Ich bedanke mich sehr, dass ihr dabei wart. Das Game ist übel cool. Eigentlich einfaches Spielprinzip, übel spannend, gruselig gemacht, krass, sehr ergreifend, krasse Themen. Ich mag solche Games sehr. Wenn ihr solche Games kennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. War ein sehr, sehr cooles Spielerlebnis und
Hab mich auch voll gefreut, dass meine Community im Chat so gut gefallen hat. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv/live. Würde mich sehr, sehr freuen und wir sehen uns.